Wein und Genuss am Fluss war die Devise auf der Murterrasse der Weinerei Baderhaus in Bruck an der Mur. Preisgekrönte Winzer präsentierten internationale Weine. Wir haben jetzt das dritte Mal unseren Winzerabend. Das ist viermal im Jahr, laden wir vier Winzer ein unter einem Motto. Also wir haben schon Steiermark gehabt, Niederösterreich und heute ist international. Und somit haben wir Kroatien, Slowenien, Italien und Spanien zu Gast. Und wir haben hier die Möglichkeit, zwei Stunden zu verkosten und dann auch drüben ein Vier-Gänge-Menü zu genießen mit der Weinbegleitung der vier Winzer. Die Murterrasse bietet das ideale Ambiente für die Weinverkostung. Und außerdem ist auch der Herbst die Jahreszeit, wo dem Wein eine ganz besondere Aufmerksamkeit gebührt. Wir haben spanische Weine zu verkosten von Weingut Torres aus Penedès. Aber Torres hat nicht nur Weingüter in Penedès, sondern auch in Rioja und in Ribera del Duero und in Priorat. Und da haben wir wirklich ganz tolle Weine, super Preis-Leistungs-Verhältnis. Kann ich jedem sehr empfehlen. Ich bin heute für die Firma Morandell da und wir präsentieren das Weingut Antinori und haben von Antinori heute verschiedene Weine da. Wir haben zwei Weißweine, einen Rosé, zwei Rotweine, Rebsorten, die in Österreich vielleicht nicht ganz bekannt sind oder nicht ganz aktuell sind. Ich habe einen Vermentino mit, Chardonnay ist bekannt in Österreich, Negro Amaro ist wieder weniger bekannt. Da haben wir einen schönen Rosé vom Weingut Castel del Monte und dann habe ich noch zwei tolle Rotweine. Einen Chianti aus der Toskana und wiederum vom Weingut Tormaresca aus Castel del Monte einen schönen Cuvée, den Trent Angeli. Wir kommen aus Slowenien. Wir sind Weingut Mulec aus der ehemaligen unteren Steiermark, aus den windischen Böhlen. Jakobskidol ist die Ortschaft. Und wir sind ein Familienbetrieb mit 5 Hektar Wein. Wir haben auch einen Buschenschank, Zimmern. Und das ist mein Mann und der wird etwas mehr zu den Weinen sagen. Heute präsentieren wir hier 5 Weine, 2 trockene, ein Grauburgunder und ein Riesling, ein halbtrockenen Sauvignon und ein Rosé und für die Frauen dann einen lieblichen Muscatella. Unsere Weine sind ein bisschen fruchtiger, frischer, mit wenig Alkohol, das heißt, man kann auch ein bisschen mehr von denen trinken. Dass sich unter den Weinverkostern auch Biergenießer eingefunden haben, ist kein Hopperla unsererseits. Musikschuldirektor Kügel erklärt uns das folgendermaßen. Naja, wir waren ja schon gestern hier, hat es ja das Straßenfest gegeben in der Rosecke-Straße und das ist sozusagen das Reparaturbier für später. Wann genießt ihr den Wein? Ich glaube in einer halben Stunde ungefähr, werden wir dann umsteigen auf die guten Getränke. Auch Weine aus Kroatien konnte man verkosten. Ja, hallo, ich bin der Dejan von Kroatia Premium. Wir vertreten kleine Winzer aus Kroatien und heute sind wir hier mit einigen Winzern vertreten. Jedenfalls steht fest, dass jene, die anschließend das Vier-Gänge-Menü mit Weinbegleitung gewählt haben, sagen können, Wein und Genuss am Fluss, präsentiert von der Weinerei Baderhaus in Bruck an der Mur, war ein kulinarisches Erlebnis.